Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge FIFA 17 mit mir, Zuschauer, Gestalt und dem Spiel Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim, hier im wunderschönen Signal Iduna Park. Was für ein geiles Bild. Sieht mega cool aus, wie so alles leuchtet, glänzt, scheint. Ziemlich nices Ambiente. Und bei der seht, wir haben immer noch 6 Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Für heute. Ich sage, noch ist es möglich. Wir haben jetzt gegen Hoffenheim, wir spielen noch gegen Augsburg und wir spielen noch gegen Bremen. Alles Dinge, die möglich sind. Ich habe eine frohe Kunde zu euch zu bringen. Es sieht genauso toll drauf aus wie der Spieler aus Gladbach letztes Mal. Nein. Frohe Kunde, Maximilian Philipp ist nach elendslanger Zeit endlich wieder genesen. Ja, ist so noch ein bisschen angeschlagen. Also ich habe die Info bekommen, dass er spielen könnte. Oder macht er Mannschaftstraining. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel aus. Ich habe ihn auf der Bank. Ich würde ihn liebend gerne heute einsetzen. Und wir haben dadurch eine Option offensiv mehr gewonnen. Was ziemlich geil ist, was mich sehr freut, weil wir das letzte Mal eher nicht hatten. Von dem her drückt doch mal kurz die Daumen. Über Borussia Dortmund sprechen. Das war eine ansonsten hat sich nichts verändert im Vergleich zum letzten Definitiv Spiel. Da waren wir ja eigentlich stark. Wir haben es so nicht gut zu Ende gebracht. Dann noch das Pokalfinale und eine richtig starke Bundesliga-Saison. Was fehlt, so ist ein Titel. Das sehe ich ähnlich. Ja, das vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch schon noch einer dazu. Richtig pornös, wie das. Wird das FIFA eine Torchance? Wurde. Da kommt nein, er raus und hält den Ball. Zum Glück. Wäre zu traurig gewesen. Und Aubameyang. Weiter Ball in Richtung Götze. Was passiert hier schon wieder? Hier passieren wieder wundersame Dinge. Jetzt wird's gefährlich. Da, schon wieder. Das macht er gut. Das macht er so gut, dass ich mir fast die Hose geschissen habe. Das war eine gute Gelegenheit. Nein! Wagner. Wir müssen ihn angreifen. In die Mange nehmen. Und wieder ist das richtig gemacht. Also, warum war denn der wieder so fest? Ich habe doch nur drauf gedrückt. So. Jetzt aber positive Energie, positive Vibes entwickeln. Die letzten Spiele waren schon ärgerlich genug für mich. Das hat nicht funktioniert. Rudi. Jetzt habe ich ihn. Komm schon, gib die Ball. Jetzt. Der Angriff jawohl ist vorbei. Sie verlieren den Ball. Super. Götze. Und ja, ein wunderschöner Pass von Mario Götze. Hier den Ball ganz klar dominiert. Sie stehen vor allen Dingen defensiv richtig gut. Wird schwer, sie hier zu Hause in Bedrängnis zu bringen. Gerade hier zu Hause klar, war das letzte Spiel eher weniger geil. Vielleicht gibt das was. Aubameyang. Da kann er ihn stoppen. Wozu weiche ich den Leuten eigentlich aus? Das war eine richtig gute Möglichkeit, also, aber jetzt der Ball los. Weiche ich den Gegnern aus, aber er vergisst aber irgendwie regelmäßig den Ball mitzunehmen. Jetzt haben sie den Ball. Okay. Nur ein Pace-Check. Das war jetzt gar nicht mal so leicht. Ober, danke fürs hinten rumstehen. Da bist du am gefährlichsten, habe ich gehört. Götze. Jetzt muss ernsthaft Jule Weigel hier nach vorne in den Sturm, weil steht Ober gut und sicher sich im einfach ist zu da blöde anstellt. Oh. Nicht, nicht richtig hinstellt. Und erst das habe ich auch nicht Wagner. Da willst du zu Ober passen und er passt nach hinten. Das könnte die Chance werden. Er soll auch die Chance haben. Borussia Dortmund mit der Balleroberung. Ich resigniere so langsam. Weigel. Weil eigentlich egal ist, Götze, was ich mache. Sie verkacken es am Ende sowieso. Da trennt so er ihn wie vom jetzt. Ball. Da willst du den Ober schicken. Er nimmt den Götze und er macht die Bude. Das war alles geplant. Ich habe euch nur nicht geplant, aber Götze macht das 1:0 hier. Gerade die Chance gesehen. Mario Götze und tankt sich hier durch. Ein ich weiß gar nicht gegen wie viele. Und zack, rein damit ins Vergnügen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt können wir das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Türchen. Schwegler.
Wir hoffen, dass natürlich Hoffenheim dadurch hinten ein bisschen mehr aufmacht als sonst. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Super Einsatz! Das sah jetzt fast so aus, als würden sie richtig aufmachen und Aubameyang so richtig schön einschenken. Das war sauber, erholt sich den Ball. Oh, das war nicht gut. Oh. Foulspiel gepfiffen, es gibt Freistoß gegen Borussia Dortmund. Ja. Puh. Und da zeigt er ihm gelb. Kann man durchaus geben. Uiuiui, das war... Uiuiuiuiuiuiui, da hatten wir Glück. Das hätte auch durchaus rot sein können. Das könnte Polanski. Hä? So der Polanski. Tolle Flanke. Stark vom Abwehrspieler. Er kommt als Erster an den Ball. So, Emre Mor wieder mit jede Menge Platz. Oberlauf doch mit, Mann! Und da klärt er ganz fantastisch. Ich würde ja echt mal den Typen da anbrüllen können. Im Spiel den eigenen Mann so richtig. Sag mal, was tust denn, du Idiot, eigentlich? Warum spielst du nicht mit? Klasse Einsatz! Trabt er im Mittelfeld rum, statt mitzulaufen, dass er irgendwie eine Anspielstation darstellt. Aber nö. Ich mach das heute mal ganz gechillt. Relaxed. Schwegler. So, dass Weige da hinten natürlich eine gelbe hat, die ist eher anti-ga. Sag mal, hallo? Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Ja. Die kommt gerade. Nur nicht von mir! Das könnte es sein! Er passt safe! Auf. Und den Ball hält der Torhüter fest. Und ganz sicher. Ganz sicher. Ganz gewöhnlich. Das ist ein Griff. Schade. Weigel. Aubameyang. Und schon wieder rennt Sie spielen Weigel die einfachen Bälle. Da stimmt sich doch irgendwas nicht, wenn Jule Weigel da langsam zurecht. Im Zentrum als Sturmspitze aufläuft, oder? Julian Weigel! Ah. Und der Torhüter ganz sicher. Seht ihr das? Das ist doch Quatsch. Warum ist Jule Weigel immer da vorne? Der ist so alles, nur nicht torgefährlich. Rudi. Keine Frage, super Spielmacher. Super Typ, der... Da habe ich nicht hingepasst. Oh, oh, das war knapp. Ja, aber ich weiß, das wäre auch falsch gewesen. Weil ich da nicht hin wollte. Ich wollte zu Götze. Jetzt könnte es gefährlich werden. Stand. Aber das hat euch irgendwie nicht so interessiert, ne? Kann das sein? So. Götze. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner. Ich wollte jetzt gerade mal durchstecken, hier für Emre Mor, der ja schön an der Seite lang, beziehungsweise da schön reinlief. Ja, 2 Minuten das Nachspielzeit. Das hat leider nicht jetzt ganz noch funktioniert. Aber egal. Grimaldo. Schon wieder ein Passing. Marc Bartra. Eigentlich kurzen wieder auf Grimaldo. Interessiert. So, da bin ich doch durch. Späßchen. Nein, wir können. Es ist. Ja. Ja. Zu 100%ig glücklich bin ich natürlich noch nicht. So, aber jetzt geht's endlich auch weiter. Hier kommt Durchgang 2 im Signal Iduna Park. Stell ich hier immer wieder fest, mit Götze renne ich wie ein Bekloppter. Der arbeitet auch verdammt viel. Wagner. Das muss man ihm echt lassen. Der ist so ein richtiges Arbeitstier geworden. Hallo. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ganz einfach an den Ball gekommen. Warum mache ich mir den Ball, damit ich ihn wieder verliere? Das ist doch Quatsch. Er hatte kurzzeitig nicht mehr den richtigen Halt, aber er fängt sich und hält die Balance. Sehr schneller, er ist schneller. Macht er ihn! Jetzt fängt der Weige doch noch an. Aber dabei sah der doch so also, gut aus. Schade, da wäre natürlich ein Goalgetter richtig pornös gewesen. Die nächste Partie der Bundesliga steht an für Borussia Dortmund. Dann geht safe es auswärts gegen den FC Augsburg. Sicher spielen. Und das Spiel werden wir natürlich für Sie kommentieren. Danke für das Kommentar. Marco Reus. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Und natürlich vielleicht bleibt Ober wieder stehen. Anziehen, um also hier zu einer Torchance zu kommen. Mit Mbappé wäre das nicht passiert. Da lege ich mich fest. Kaderabek. Wer? Die Gäste werden wechseln. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Schade. Da hatte ich den so gut.
Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ich glaube, diesen Weigel muss ich gleich mal auswechseln. Ich habe ein bisschen Angst, der ist mir zu aktiv. Der kommende Gegner, der TSG Hoffenheim, wird uns hier präsentiert. Buschi. Ja, es geht gegen Werder Bremen im nächsten Bundesligaspiel. Kein größeres Problem, denke ich mal. Ja, ja. Ach, die müssen ja auch gegen Bremen. Stimmt, Schwäger. Da war was. Da kann er ihn stoppen. Götze am Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Kann ich mit Ober? Ich kann durchlaufen, aber es funktioniert nicht so ganz. Und jetzt die Chance. Ah, sehr gut gemacht vom Torhüter. Schade. Gibt Ecke und die Chance, die Führung hier auszubauen. So schlecht. Götze! Warum feiert denn den Götze gerade so? Er hat doch gar nichts gemacht. Und Ronaldo rennt hier gegen Kramaric. Jetzt rennt er gegen jemand anderen. Jetzt rennt er wieder gegen Kramaric. Zum Glück ist er Verteidiger. Nicht. Da holt er sich die Flanke. Das war mit Kramaric. Hui. Guerrero. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Amiri. Oh, der war nicht gut. Da schickt er den Mitspieler. Und er schießt. Da passt der Torhüter auf. Ja. Habe ich gesehen. Das war gar nicht so Eckball. Schlecht. Er schraubt sich hoch. Nicht nochmal. Ich hasse Eckbälle gegen mich. Was soll denn nun das jetzt, ne? Kevin Vogt. Ah! Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Fairer Einsatz hier. So, jetzt. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ey! Foul. Sperren ohne Ball, Schiri! Das ist eine gute Gelegenheit. Sperren ohne Ball ist jetzt nicht unbedingt ganz richtig, aber. Und so richtig gefährlich. Natürlich. Wir sehen hier die Ballbesitzstatistik. Und alles ausgeglichen. Hallo? Den Eindruck hatte Hallo? Man vom Spiel aber auch so. Ja, schon. Jetzt. Okay. Jetzt Reus mit Zug zum Tor. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Der ist heute wirklich gut drauf. Ein echter Fels in der Verteidigung. Wer? Nun Kalle Rabeck. Komm schon! Ich möchte hier ganz gerne die Entscheidung Gibt's haben. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Offensichtlich noch nicht. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Und da verlieren sie den Ball. Oh, regulär ist noch safe. Eine Viertelstunde zu spielen. Weigel. Er setzt sich durch und jetzt Nein. kann es was werden. Das war ganz knapp. Da hätten wir es fast gehabt. Da war Open Field. Ein guter Doppelpass. Da war richtig schön viel Platz auf der Seite. Und wieder Emre Mor. Götze. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Schussversuch. Gut gemacht vom Torhüter. Was war das denn für ein Schüsschen? So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen. Wohl völlig offen hier der Ausgang da der Partie. Da hätte ich doch gedacht, dass der 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Der Götze durchlaufen kann. Hat nicht ganz so funktioniert. 1-0. Knappe Führung, kurz vor dem Ende. Und gegen wen geht's als nächstes, Buschi? Der kommende Gegner vom BVB heißt FC Augsburg. Und auch wenn das Ergebnis heute passt, das Spiel wird eine ganz andere Hausnummer. Oh, er zieht ab! Sauber vom Ball getrennt. Hier. Nein! Das muss es sein! Das gibt es nicht! Ausgleich in dieser Partie. Was ist denn? Was ist? Sie gleichen jetzt. Was ist das für ein dummes Tor? Damit alles wieder offen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Und wieder rennen wir die ganze Zeit an und fressen am Ende ein ganz dummes Ding. Klasse Technik. Ja. Jetzt wird's gefährlich. So. Ich guck mal, was ich wechseln kann. Götze ist am Arsch. Und zwar richtig. Philipp, du bist dran. Dahut für Jule Weigel. Neves für Guerrero.
So. Zentrum ist gestärkt. Ball außen gibt Abstoß. Hoffen wir mal. Drück die Daumen. Warum verkrümmen sich eigentlich immer alle nach Neves. Hinten? Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Philipp. Das wäre das Riesen-Comeback gewesen. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Oh, das wäre eine richtig gute Gelegenheit geworden. Ja, aber der Verteidiger macht das gut und geht da vernünftig dazwischen. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Nein. Und wieder einmal haben sie am Ende den Ball und passen ihn ganz, ganz dumm. Und schon wieder verlieren wir aufgrund. Also wir verlieren nicht, aber 1-1. Gegen ein dummen Tor. Zwei ausgeglichene Teams. Ein Ergebnis, das mich wieder nicht glücklich macht. Also gerade diese zweite, also diese Rückrunde in diesem Spiel macht mich wahnsinnig. Da trennt er ihn vom Ball. Wir hatten in der Hinrunde mal eine richtig schöne Phase. Macht er das Tor. Ja, ich hab's doch gesehen, ich war dabei. Mann. Ich würde fast behaupten, das war's mit der Meisterschaft. Die ist endgültig weg. Also jetzt auch rechnerisch wahrscheinlich nicht mehr erreichbar. Zwei Spiele haben wir noch, Augsburg und Bremen. Wir sind, wie viele Punkte? 6 Punkte waren wir vor dem Spieltag. Wie sieht's jetzt aus? Na gut, wir haben schon 32, hier seht ihr das. Jetzt sind es aktuell nur 5 Punkte, aber das ist ja egal. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, das ist mir gerade egal. Ich möchte ganz kurz hier gucken. Auf die Tabelle sind wir Platz 6 hinter Köln. Wolfsburg 61 Punkte. Also, Leute, das sind summa summarum 7, 8 Punkte bei noch 2 Spielen. Heißt, Meisterschaft ist gegessen. Schalke wird aller Voraussicht nach vor uns bleiben. Und die anderen beiden hier, Bayern und Bayer 04 Leverkusen, unwahrscheinlich, dass ich die auch noch einhole. Also, ich befürchte fast Platz 6 oder Platz 5. Mehr wird es nicht dieses Jahr. Das ist extrem enttäuschend. Da seht ihr das auch da oben. Zeigen Sie mal ganz groß unter der Zielvorgabe. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin genauso enttäuscht wie ihr. Meister, Rang 6, ja, ich weiß, da geht nichts mehr. Wir schaffen nicht mal die Qualifikation für die Champions League nächstes Jahr. Und das ist richtig ärgerlich. Dembélé enttäuscht Playstation. Ja. Heul rum! So. Punkt. Liebe Leute, ja, ich weiß, können wir nicht erreichen. Danke. Können wir sprechen? Ja, genau. Find ich gut. Verlange noch mehr Geld. Immer schön. So, wir machen das Training wie üblich. Wir haben hier die Angreifer, heißt die Defensive ist heute wieder dran. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß einfach nicht weiter. Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist so unfassbar enttäuschend, diese Saison gerade. Für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt gerne natürlich eure Kommentare darunter schreiben. Würde mich sowieso sehr, sehr freuen. Zumal jetzt die Saison sowieso vorbei ist. Heißt, ja gut, 2 Spiele, aber die sind, wenn wir ehrlich sind, ja. Für was, ne? Ich könnte theoretisch mal ein paar Jugendspieler noch reinbringen, das bringt halt aber auch nichts. Gut, lediglich Passlack hat nochmal ein bisschen zugelegt, das ist schön. Hilft mir aber auch nicht weiter. Also ihr merkt wahrscheinlich schon, ich bin ein kleines bisschen enttäuscht. Hoffe trotzdem, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ein Abo würde mich sehr freuen. Wir sehen uns zum Spiel gegen Augsburg wieder. Bisher macht's gut. Und may the fun be with you.